Herzlich willkommen. Also hier an der Freifunk Stage, Freifunk Battlemesh Gamification heute, quasi als einen der letzten Vorträge. Ich habe mitgebracht ein paar Freifunk-Geräte, wie so oft in den letzten Tagen hier vielleicht gesehen. Hier eine relativ kleine Variante mit der Besonderheit, dass der Strom über USB zur Verfügung gestellt werden kann, um sozusagen mit USB Powerpacks werden die Geräte betrieben. Wir haben jetzt ein paar hier aufgebaut, die auch schon funktionieren. Die meshen alle miteinander und Ziel des Spieles ist es, diverse Challenges zu bestehen. Wir fangen relativ einfach an. Ich habe hier auf dem Messegelände bei Fairy Dust, der Raumschiffrakete, eine Webcam installiert. Wir befinden uns hier in Saal 2 und jetzt besteht sozusagen für die ersten Teilnehmer die Aufgabe, diese Mesh-Knoten an den richtigen Stellen zu positionieren. Und hoffentlich können wir dann hier im Traceroute Erfolg melden und vielleicht auch ein Bild von der Webcam sehen, die dort montiert ist. Wir haben auch schon erste Freiwillige hier. Schalte ich mal das Mikro ein. Und zwar Bernd. Bernd, du hast dich spontan bereit erklärt, hier das als Erster auszuprobieren. Wir sehen, du hast ja schon ein Gerät genommen. Schau ich nochmal nach. Du hast Gerät Nummer 8. Warte. Okay. Bernd hat sich für Meshknoten Nummer 8 entschieden. 10.61 120.8. Hallo. Hallo. Geht das? Geht das? Bernd, du bist auch jahrelang schon Freifunker. Das ist korrekt. Wir haben uns auch schon oft bei Freifunktreffen gesehen. Ja, was sagst du dazu? Du hast das Spiel ja schon gespielt, müssen wir den zuschauenden Leuten erzählen. Wir haben es beim Battlemesh in Wien diesen Sommer ausprobiert. Noch mit etwas größeren Geräten, wasserfest, brauchen wir ja heute nicht. Sind ja Indoor. Und die Besonderheit hier übrigens jetzt, ist noch eine Lampe montiert und wir können hier mit diesem Tastendruck die Lampen steuern. Wenn sie angehen und auch ausgehen. Das heißt, wir können miteinander kommunizieren, während du hier auf dem Messegelände sozusagen dein Glück versuchen wirst. Wir haben ja schon einen Tipp von Anfang gegeben, das zu erreichende Gerät ist an der Raumschiffrakete. Mhm. Hast du noch einen Mitspieler oder einen Konkurrenten? Wir haben einen Konkurrenten, der dort vorne sitzt, ja. Der Leo. Und wir würden einfach mal die erste Runde probieren. Etwas publikumsscheu, spielen. Ja. Etwas publikumsscheu. Ja, wir müssen trotzdem sein Gerät mal noch Maximum. Schauen, welche Nummer er hat. Du kannst gerne auch mal nach vorne kommen. Du hast dich für Nummer 16 entschieden, also Nummer 8 und Nummer 16. Ja, wir brauchen mal noch Gaffertape zum Festmachen, glaube ich. Ja, du kannst dich auch für ein anderes Gerät entscheiden, wenn hier schon der erste Stromwackler ist. Ja, das... Genau. Das ist völlig egal. Hauptsache, du hast ein stabil laufendes Gerät. Wo ich empfehlen würde, behaltet diese Geräte auf jeden Fall bei euch. Also Nummer vielleicht 15. Mal ganz kurz für die Zuschauer oder potenziellen Mitspieler. Es gibt natürlich einen Start und ein Ziel. Und diese Strecke vom Start bis zum Ziel muss überwunden werden mit möglichst wenig oder einer begrenzten Anzahl an Wi-Fi-Geräten. Und da können natürlich auch Hindernisse oder Störungen auf der Strecke bis dorthin sein. Und die gilt es zu überwinden und am Ende erfolgreich zu pingen und auch im besten Fall noch Mediendaten zu übertragen als Beweis. Ich sehe, du hast ja schon Gedanken gemacht. Das heißt, wie wirst du zur Rakete kommen? Hast du einen ungefähren Plan? Na, ich muss ja irgendwie... erstmal aus der Halle raus und ich habe beim Rauchen schon festgestellt, die Zwischenwände sind hart geschirmt. Sehr also gut, genau. Und im Zweifel so eine Tür durchtreten und direkt irgendwie die Konnektivität verloren. Das wird also schwierig. Heißt, ich brauche mindestens einmal am Tunneleingang und wahrscheinlich auch im Tunnel eine weitere Brücke. Ich kann jetzt nicht einschätzen aus der Kalten, wie groß die Störung
oder die Reflexion innerhalb des Tunnels sind, dann aus dem Tunnel raus. Und ich glaube, von dort ist es einfach, weil dann sieht man ja eigentlich schon die Rakete. Und wenn du die auch angebracht hast, die Node an der Rakete, sollte das machbar sein. Ich würde mal tippen auf, mit 3, vielleicht maximal 4 Devices sollte das schaffbar sein. Wie viel habe ich denn? Sehr gut, ihr habt relativ viel. Ich habe 15 Geräte mitgebracht. Das behaltet ihr bei euch und könnt sozusagen, wenn ihr in die Richtung der Rakete geht, immer mal in Not fallen lassen. Ihr habt Gaffer-Tape, ihr habt Freifunkaufkleber hier zur Verfügung. Ich habe auch noch größere Freifunkaufkleber, mit denen ihr das Gerät sichern könnt. Nicht, dass noch jemand wegträgt. Die sind sozusagen aufklebbar. Ja, ihr könnt das Gerät sozusagen hier nehmen und irgendwo festbinden. Saustark. Na, so als Vorschlag. Reichen euch die Geräte, die jetzt hier noch vorhanden sind? Ich würde ja sagen, nehmt die alle mit. Ja, wir spielen in 2 Durchläufen. Könnt auch weniger nehmen, mehr. Die, wenn die alle miteinander meschen, dann ergänzen wir uns ja. Oder sind die getrennt, UFO? Wir fangen einfach an. Das heißt, ihr spielt quasi auch miteinander etwas. Aber ja, wir sehen natürlich hier am Bildschirm, wer es zuerst geschafft hat. Deswegen müsste ich mir nochmal aufschreiben, welche Geräte jeder von euch jetzt in der Hand hat. Die könnt ihr am besten irgendwie in eine Tasche tun. Ja, das wackelt mit den Kabeln, aber ich versuche das mal hier mit dem Gaffer festzumachen. Ich habe hier noch Gerät Nummer 21 und 22. Die 5 und die 18 sind hier auch noch. Ich empfehle auf jeden Fall 2-3 Geräte mitzunehmen. Damit ich das jetzt komplett richtig verstehe, wir sollen jetzt 2 unterschiedliche, unabhängige Strecken aufbauen. Und wie verhindere ich jetzt, dass mein Knoten mit seinem mescht und die Strecke dann halb sein und halb meine ist? Oder wie ist der Plan? Wir fangen einfach an. Ihr spielt quasi miteinander. Ihr seid im selben Mesh. Und es geht nach Zeit, wer es zuerst geschafft hat. Wir sehen das ja hier. Wann habe ich das denn geschafft? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Wenn die Strecke größtenteils über deine Nodes geht, oder exklusiv über deine Nodes geht, jetzt im besten Fall, bist du schneller als Bernd und hast bessere Standorte für die Knoten als Bernd. Das heißt, die Strecke zur Rakete geht dann nur über deine Knoten. Es kann aber auch sein, dass sozusagen wir eine Jury brauchen, weil es dann relativ unentschieden aussieht. Ne? Okay. Ihr könnt euch auch gegenseitig helfen. Das ist ja auch Sinn von Freifunk, dass man nicht gegeneinander jeder sein eigenes Netz aufbaut, sondern sozusagen miteinander das ausprobiert. Bernd sieht sehr professionell aus hier. Er sichert auf jeden Fall noch die Geräte. Ja, siehst du, hier ist schon rausgegangen. Ja, der 16 ist irgendwie, hat einen Wackelkontakt. Ja, die Stecker, die halten halt schon. Gut, ich sehe kein Videobild mehr. Windows XP. So, wir haben hier ein Windows XP. Virtualisiert, um euch dieses tolle Programm Pink Plotter zu verwenden. Damit sieht man recht gut, wo der Traceroute lang geht. Wir sehen auch zappende Routen. Nur deswegen haben wir hier noch Windows. So, und du hast jetzt die 8. Also wir können mal einen Test machen. Die 128. Bernd ist super zu erreichen. Ja, der Traceroute geht von der virtuellen Maschine auf unserem Root-Server direkt in das Haupt-VPN 1061228.1. Das ist unser VPN-Server bei Freifunk Weimar. Der Zwischenhop ist unser VPN und DHCP-Gateway. Der befindet sich hier. Nochmal ins Bild halten. Das ist ein Dualband, also alle Geräte sind Dualband. Das Gerät hier per 5 GHz verbindet sich mit dem Kongress-WLAN und spannt dann auf 2,4 GHz ein Mesh auf. Ihr könnt sogar wählen, wir haben OLSR und Batman Advanced gleichzeitig installiert. Ich empfehle immer, Traceroute zu nehmen, auf Layer 3 zu arbeiten, da sieht man recht gut, wo die Route lang geht. Aber wenn ihr euch mit Batman Advanced auskennt, könnt ihr auch gerne die dortigen Traceroute-Kommandos verwenden. Ansonsten sehe ich, seid ihr trotzdem schlecht vorbereitet. Eure Community hat euch ein bisschen im Stich gelassen. Wir erlauben sonst nämlich eigentlich Assistenten. Wir brauchen eigentlich für jeden von euch noch jemanden, der einen Laptop hält, gegebenenfalls die Mumble-Telefonkonferenz betreut, damit wir sehen, wo ihr seid.
Mumble hatten wir installiert. Seid ihr über Mumble erreichbar? Test. Ich glaube, ich auch. Bernd, kannst du mal antworten? Ich guck mal eben, ob ich noch einen Assistenten finde. Dauert 5 Sekunden. Okay. Test. Sehr gut, wir können dich hören, Bernd. Und es wäre halt schön, wenn du Geräte irgendwo hin tust, dass du uns über Mumble Bescheid sagst, welches Gerät wo steht. Wir müssen jetzt ein Mesh aufbauen zur Rakete. Ansonsten würde ich sagen, starten wir dann auch gleich. So, ihr könnt natürlich hier noch euch vorbereiten, aber wir... Gefunden. Sehr gut. Das Ziel ist 10.61.120.14. Auf der dortigen Webseite gibt es dann das Bild zu sehen. Ja, natürlich haben wir keinen Kontakt zu dem Gerät, denn es befindet sich an der Raumschiffrakete. Das heißt, diese Traceroute funktioniert wirklich erst, wenn du dort in Funkreichweite bist. Ist natürlich auch im falschen Netzwerk, genau. So, wo ist das Mikrofon hin? Ja, und willst du noch jemanden grüßen? Meine Mutti. Und du? Mein Helferlein Carsten. Sehr gut. Und Carsten, wo kommst du her? Aus Hannover. Alles klar. Was verwendet ihr für Firmwares? Freifunk, habt ihr da eine Eigenentwicklung? Nehmt ihr Gluon, Meshkit, LibreMesh? Also, wir haben ganz normal die Freifunk-Software auf unseren Routern drauf. Ah, es gibt ja mehrere, viele Freifunk-Gluon habt ihr, okay. Das heißt, ihr kennt euch wahrscheinlich dann besser mit Batman Advanced aus. Ja, der Kollege sollte sich mit Batman Advanced auskennen. So, dann würde ich sagen... Der Plan ist jetzt aber, dass ich mich auf dem 15B einlogge, oder? Wie du willst, ja. Es gibt auch ein Netzwerk F15 mit dem WLAN-Passwort Freifunk. Da seid ihr auch direkt auf dem Gerät eingeloggt und könnt über Traceroute dann in Richtung Internet Traceroute machen oder zu dem Raumschiff, welches wir Freifunk versorgt haben. Ja, Bernd. Sieht sehr professionell aus, was du hast. Du machst jetzt ein dauerhaftes Traceroute, um zu sehen, dass du, wenn du in Funkreichweite kommen wirst. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, dein Plan ist wahrscheinlich auch, so schnell wie möglich loszurennen und als erstes die Glashalle zu verfunken. Ja, und dein Mitspieler, wenn er etwas langsamer ist, wird ja dann automatisch die Röhre vielleicht verfunken. Vielleicht. Aber noch ist es, oder das Gateway schon wieder nicht erreichbar. Ja. Das war doch abzusehen, dass es etwas hakt. Das sehen wir auch hier schon im Pingplotter. Manchmal ist es 100 Millisekunden und es gibt große Ausreißer. Aber ich denke, das wird euch nicht davon abhalten. Aber dann starte ich mal. Was ist denn die ID von dem Startknoten? Die ID von dem Startknoten, da schauen wir hier auf. Das ist 74.0 und wir haben hier die 12019. 12019 ist auch das Gerät, wo ich hier auf die Taste drücken kann und die Access Points, die Lampen gehen an. So, du hast die 8 und dein Mitspieler die 15, immer noch die 15? Nee, ich habe mich gerade umentschieden auf die 17, weil die 15 nicht zu finden ist im WLAN. Sehr gut, ihr könnt die auch gleich hier lassen, wenn die nicht zu finden ist. Oder im Mesh nicht vorhanden ist. Aber eigentlich funktionieren alle. Wir legen das mal hier in die Ecke. So, dann würde ich sagen... Na, ich weiß nicht, kann man die Screens irgendwie auf der Kamera sehen? Ich habe jedenfalls hier nochmal den Horst am Laufen. Für alle, die den Horst nicht kennen. Das ist ein sehr, ich glaube, du müsstest das in einer der Kameras halten, vielleicht, wenn das möglich ist. Laufe ich dann nochmal rum. Ja? Das Horst ist geh mal zu einer Kamera. Das ist jetzt nur echt schwierig mit dem Linksmikrofon. Horst verwenden wir seit mehr als 10 Jahren. In Berlin, glaube ich, programmiert worden. Auf unseren Freifunkrouter und damit sieht man, welche Nachbarknoten direkt erreichbar sind. Auf WLAN-Ebene. Auf WLAN-Ebene, genau. Auf WLAN-Ebene, man sieht die MAC-Adressen und wenn OLSR gesprochen wird, wird auch die OLSR-IP-Adresse angezeigt.
mit Batman Advanced Only Netzen müssten wir jetzt Gluon noch fragen. Gluon Nutzer, ihr nutzt Gluon. Ihr kennt ja dieses Programm, Horst. Ich muss sagen, ich sehe es zum ersten Mal. Alles klar, er sieht es zum ersten Mal. Ist auch nicht weiter schlimm. Mittlerweile bei LibreMesh auch. Wird bei Gluon und bei MeshKit-Knoten gibt es grafische Anzeigen, wie viele Nachbarknoten sozusagen erreichbar sind. So, und Bernd ist losgegangen. Wie ich das so sehe. Der Ping ist auf jeden Fall aufgegangen. Genau, also auch für dich. Wenn du willst, kannst du loslaufen, du kannst auch noch warten. Ja, jetzt habe ich dich noch. Was für ein Ping muss man denn erreichen an der Rakete? Es gibt jetzt noch keine Zielvorgaben. Erstmal ein Ping, würde ich sagen. Später, ja? Genau. Freifunk funktioniert ja oft so, dass man schaut, dass es überhaupt erstmal ein Ping über mehrere Hops möglich ist. Und danach kann man natürlich das Netz noch tunen, verbessern, vergrößern, verkleinern. Du kannst auch ganz, übrigens als Tipp, du kannst auch ganz ohne Laptop losgehen. Die Geräte blinkern hier, je nachdem, ob sie WLAN-Empfang haben. Das heißt, das Bild ändert sich, wenn ihr außerhalb des Netzes. So. Auf 19. So, wir müssen mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall unser Ziel im Blick haben. Die 14. Das ist unser Ziel. Die Rakete. 10, 61, 120, 14. Haben wir die 19 irgendwo rumliegen? Die 19, 18 gibt's hier. Ich sehe schon, du willst deine Lieblingsnummer raussuchen. Nein. Verzettelst dich dadurch. Also ich hätte die 11, 12 und die 13. Ja, auf der 17, die habe ich zwar empfangen, aber die wollte dann sich auch wieder nicht verbinden. Also irgendwie... Ja, also Tücken sind eingebaut, auf jeden Fall. So. Die 19. Deswegen die Idee ja auch, dass du einen Assistenten hast. Du brauchst die wahrscheinlich einen zweiten. Die 19 finden wir nicht, oder was? Nee, ich hab 6. Wenn ihr die nicht findet, also theoretisch habt ihr alle Tools hier bei der Hand. Wir können auch mal schauen, ob die 19 erreichbar ist. 19, als direkter Nachbar zur 17. Die 19, das ist hier mein Testgerät, wo wir draufdrücken können, damit die Lampen angehen. Die kann ich euch nicht mitgeben. Gut. So. Kleiner Fehler, genau, und du hast dich im falschen WLAN eingebucht. Ja. Sieh schon, ich bin hier heute. 6. Ja, 17 versuche ich mich zu verbinden, aber er mag nicht, glaube ich. Was macht der 21 dann? 21. Probieren wir die 21. Okay. So, und wir schauen mal hier ein zweites 21 bin ich verbunden. Fenster direkt zu Bernd. Mal sehen, wo Bernd ist. Bernd hat die Nummer 126. Ah, so, jetzt die 21 habe ich, jawohl. So. Wo ist jetzt mein Helferlein hin? Ja, dann mach dich auf die Spur. So, und für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben, wir sind hier beim Freifunk Battlemesh Game. Wir haben mehrere Freifunk-Router, batteriebetrieben, die wir hier auf dem Messegelände verteilen, um im Endeffekt zur Raumschiffrakete in der Glashalle zu kommen. Ja, der Assistent hat jetzt noch ein Gerät runterfallen lassen. Ja, klar und deutlich. Ja, klar und deutlich. Der erste Hop neben der 8, seht ihr den? Neben der 8. Ja, welche Nummer hat er? Das sehe ich gerade leider nicht mehr. Und du hast die 6. Weil ich drüber getaped habe. Ja, die Nummer überklebt.
die wir jetzt zur Identifikation bräuchten. Die 16. Die 16. Ja, Moment. Ja, Moment. Ja, die 16 ist erreichbar. Ja, ist erreichbar. Ja, ist erreichbar. Über 5 Hubs, ne, 4. Die 218, 17. Dann gehe ich jetzt weiter durch den Gang vorne. Okay. Okay. Also hier, erster Hub. 120, 228, 17 VPN-Client hier auf dem Tisch. Die 120.19 hier am Traversensystem direkt zur 16 und wir sehen es hier schon, wir haben etwas Pingverlust. Die Route schwenkt, jetzt geht es nicht mehr über die 19 hier am Traversensystem, sondern über die 15 und die haben die mitgenommen. Weiterhin oberes Ping, Plotterfenster. Sehen wir, dass wir noch keinen Funkkontakt zur Raumstation haben. Bernd ist jetzt 10 Minuten unterwegs. Bernd, 10 Minuten sind um. Ja, wir brauchen eine Note mehr. Na, hier liegen noch 5. Ich hol mir mal noch eine ab. Okay. Okay. Oder wollt ihr eine herbringen? Könnt ihr eine herbringen? Ja, will vielleicht jemand entgegenkommen? Nein. Du müsst herkommen. Oder optimieren. Oder optimieren. Also wie vermutet, zu wenig Funkgeräte mitgenommen. Wir können hier schon mal noch ein Gerät einschalten. Damit ihr das gleich verwenden könnt. Ist jetzt geschaltet. Also seht ihr die 8? Also wir sehen die 16. Nee, gut, dann ist der Tunnel echt zu heftig. Da brauchen wir dann mindestens ein oder zwei. Am anderen Ende des Tunnels ist die welche Nummer? Ich hab die 8 in der Hand. Ja, Moment. Also Bernd hat die 128.8 in der Hand. Und beschwert sich über die schlechte Funkmöglichkeit im Tunnel des Messegeländes. Also vom Gateway aus über die 17 bzw. die 19. Hier zappende Route. Scheinbar sind zwei Geräte fast an derselben Stelle. Switcht sozusagen unser Mesh-Netzwerk dauernd die Richtungen, wie die 8 zu erreichen ist. Jetzt haben wir kurz 300 Millisekunden die 8 erreicht. Ja, und diese zappenden Routen sieht man hier am besten in Layer 3 Netzen. Natürlich mit Traceroute oder mit dem Pingplotter Tool recht gut. Und die roten Linien hier, das ist Packet Loss. Wir haben auf jeden Fall auch beim NOC des Kongresses gefragt, ob sie für uns Access Points orten könnten. Das würde natürlich jetzt unsere Sache einfacher machen, dass wir auch vielleicht beim nächsten Mal dann visualisiert bekommen könnten, wo die Personen sich jetzt gerade finden. Jetzt warten wir mal kurz. Guten Funkkontakt zu 128 durch den Tunnel bricht auch wieder ab. Gerät 19, 6, 16 und 8 scheinbar nicht sehr gut positioniert. Ansonsten könnt ihr gerne auch das selbst zu Hause spielen, am besten mit ein paar Freunden oder im Wald.
Ihr braucht ein paar Akkupacks, eigentlich kein Internet, aber wenn ihr jetzt einen UMTS-WLAN-Router habt oder so, könnt ihr den mit einbinden, dass sozusagen alle auch mit Internet haben. Den Freifunk-Mumble-Chat, den wir hier verwenden, selbst sowas könntet ihr auf den Access Points installieren. Das heißt, dass ihr eigentlich kein Internet bräuchtet. Und wie sieht's aus? Ja, ist verdammt still geworden. Bernd, bitte kommen. Bernd, bitte kommen. Ja, nee, je nach Skills von den Mitspielern kann man natürlich sich selbst Ziele setzen. Vielleicht war das hier, bis zur Rakete zu kommen, doch etwas ambitioniert. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Wir haben jetzt auch hier einen stabilen Ping mit 40% Packet Loss und 300 Millisekunden. Einen stabilen Ping mit 40% Packet Loss? Genau. Theoretisch könnten wir auch mal einen Speedtest machen. Aber das würde sich natürlich jetzt hier negativ auf die Messergebnisse auswirken. Wir haben das Netz hier WPA2 verschlüsselt. Auch die Zugänge von den Laptops auf die Endgeräte, damit wir nicht so viel Beeinflussung durch andere Messeteilnehmer haben. Zugang zu den Access Points funktioniert per 5 GHz. Das Mesh an sich befindet sich heute auf Kanal 1 mit 20 MHz Bandbreite, um das 34C3 WLAN nicht zu sehr zu stören. Bernd, bitte kommen. Bitte kommen. Und für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir versuchen hier mit mehreren mobilen Freifunkgeräten ein Ziel zu erreichen, was ich vorhin vorgegeben habe. Wir haben eine Webcam an der Fairydust Raumschiffrakete in der Glashalle hier beim Chaos Communication Congress installiert. Bernd und zwei andere sind auf dem Weg dahin. Wir haben jetzt schon hier 4 Hops in Richtung Glashalle, die sie geschafft haben. Und das obere Fenster würde uns dann anzeigen, jetzt, in diesem Moment, dass wir Funkkontakt haben. Wir werden uns gleich aufschreiben, wo es lang geht. 17, 19, 16, 8, 6, 14. Für die Endauswertung. Der Ping scheint sich zu stabilisieren. Und jetzt können wir mal schauen. 10, 61, 120, 14. Sollte uns jetzt ein Bild der Webcam anzeigen. Können wir mal die Hops zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hops. Jetzt haben sie auf 5 Hops. Alles schön leer 3. Wahrscheinlich deswegen kommt es hier auch zu Verbindungsverlusten. Da ist natürlich Batman Advanced besser. Vielleicht geht auch die Webcam gar nicht mehr. So. Und wir können auch hier jetzt in die Statistik schauen, welches Gerät hat es zuerst geschafft. Ansonsten kann ich schon mal sagen, Challenge erfüllt in doch 17 Minuten. Weiterhin zappende Routen, über eine Sekunde Pingzeit. Hier direkt von Halle 2 bis zur Raumschiff-Rakete in der Glashalle hier auf dem Leipziger Messegelände.
Und man sieht auch hier, vor 5 Minuten gab es den ersten Kontakt und jetzt hat die Raumschiffrakete, die Webcam, 4 verschiedene Knoten in Reichweite. Und zwar 21 und 22 hier fast zeitgleich. Wobei ich sagen würde, die 22 aber etwas eher. Noch eher natürlich die 8. Das sieht ganz so aus. Dass sie einen relativ guten Standort für die 8 gefunden haben. Und zu guter Letzt können wir vielleicht auch mal einen Speedtest machen. Das funktioniert hier ganz ohne Internet. Ich bin lokal verbunden. Ja, eine Geschwindigkeit von 50 Kilobyte pro Sekunde, 60 Kilobyte pro Sekunde. Also da geht schon einiges hier auf dem Kongress. Moment, falsches Fenster. Challenge erfüllt, würde ich sagen. 2 Megabyte wurden schon übertragen. Das ist ja schon mehr als eine Diskette. In einer Zeit von circa 20 Minuten Aufbauarbeit. Hier ein Live-Bild von unserer Freifunk Leipzig Webcam. Am 25.10. abgestürzt. Deswegen hier ein Bild in der Nacht. Ja, wir haben Funkkontakt. Zur Rakete. Kein Bild der Webcam. Und ihr könnt dann zurückkommen. Ich habe meine 8 hier mal am Eingang gelassen und die 16, glaube ich, die spannt den Tunnel. Ja, sehr gut, das haben wir schon vermutet. Kommt ruhig mal zurück und berichtet. Alles klar. Bringt ihr die Rakete könnt ihr ja dort lassen. Können wir mal schauen. Vielleicht gibt es jetzt ein Videobild. Ansonsten vermute ich einen USB-Wackelkontakt an unserer Kamera. Wir können jetzt nochmal in die Statistik schauen von dem Gerät hier am Traversensystem. Ihr erinnert euch, wenn wir hier die Taste drücken, gehen die Lampen an den Access Points an. Da ist er, Bernd. Hallo. Also eine Viertelstunde hat es gedauert. Ja, viel länger als erwartet. Warte. Viel länger als erwartet. Das Hauptproblem ist natürlich dieser Glastunnel mit ganz viel Metall drin. Also für die Zuschauer, die nicht anwesend sind, es gibt die Halle und einen Verbindungstunnel zum Foyer. Und ich musste jetzt am Eingang wie am Ausgang jeweils Glastüren oben jeweils eine Node befestigen, weil ich noch nicht mal durch den Tunnel durchkam. Ja. Und am Ende des Tunnels fand ich auch hochinteressant, und zwar folgendes. Der Ausgangspunkt, die Node, wenn man dort eine weitere Node dahinter hängt, schafft man gerade mal so 20, 30 Meter zu Fuß. Ja. Und die Sendeleistung verringert sich, oder die Signalstärke verringert sich von, wenn man nebeneinander steht, von minus 50 dB auf diesen normal. 20 Meter auf minus 80. Ja, das ist Kongressfeeling. Ganz viele Leute hier verwenden scheinbar doch noch 2,4 Gigahertz. Wir haben jetzt auch immer noch Kontakt zur Kamera. Du hast das sozusagen stehen lassen. Die Nummer 8 und die Nummer 16, also die 16 steht hier am Ausgang der Halle 2, genau. Und die Nummer 8 steht am Eingang des Foyers. Genau, und du siehst auch, ganz stabil ist die Verbindung hier nicht.
können jetzt das Trace Route nochmal mit Batman Advance probieren. Da wirken sich solche Verbindungsverluste nicht ganz so auf die aktuellen HTTP-Verbindungen aus. Aber dass der Ether so unter Strom steht, dass man wirklich mehr als 3 oder 4 Nodes wie ursprünglich geplant braucht, hätte ich ja auch nicht gedacht. Ja, wir haben es geschafft, auch 8 Megabyte zu übertragen, bis die Verbindung abriss. Wir hatten zwischendurch 50 bis 60 Kilobyte pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit. Boy. Na, also würde ich sagen, Bernd, vielen Dank. Wo Gerne. Sind deine zwei Mitstreiter? Die sind, glaube ich, nur eine Rakete. Ich gehe die mal suchen. Welche Nummer? Wir können ja schauen. Die 21 war die Nummer 17. Nee, er hatte sich umentschieden. Also die 21 war vorn, aber auch noch sichtbar. 21 haben wir öfters gesehen, ja. Können ja mal. Ich gehe nochmal rüber und such die mal. Na, bleib ruhig hier. Wenn du bis zur Rakete kommst, kannst du ja die Kamera mitbringen. Ja, die 21 hat hier direkt Kontakt zur anderen Seite des Tunnels, befindet sich wahrscheinlich also noch in der Glashalle. Und unser Funkkontakt zur Fairydust Raumschiffrakete steht nach wie vor mit 300 bis 800 Millisekunden über 1, 2, 3, 4, 5 Freifunk-Hops. Hier die Ansicht mit OLSR V1, manuell konfigurierte IPv4-Adressen. Gerade das, was wir bei Freifunk ja abschaffen wollen demnächst, beziehungsweise bei Gluon gibt es das so sowieso schon nicht mehr. Ja, vielleicht die Frage, wie viel Zeit haben wir noch bis zum nächsten Talk? Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir lassen es jetzt noch ein bisschen laufen. Soweit, vielen Dank. Thank you.